Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich fange hier gerade an, Ergodaktyl. Auch wenn ich den schon hab. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich jeden Mal so wild fangen will. Und zweitens, weil zwei alte Freunde von mir, Demi und Bagesh, den immer noch nicht haben. Schaut dann an die. Einfach aus sentimentalen Gründen fange ich den jetzt. Weil es regnet, schalte ich mal die Kamera wieder ab. So, easy gefangen. Ein Wurf, ein Ball. Kein Problem. Jetzt müssen wir den noch umbenennen. Puh, so, ich bin zu Hause angekommen, bevor es angefangen hat, richtig hart zu regnen. Ergodaktyl geholt, keine Ahnung wieso. Ich habe eigentlich schon welche, also ich habe zwei geschlüpft, aber wie gesagt, noch keinen gefangen. Und ich will eigentlich alles mal wild fangen. Und zweitens aus sentimentalen Gründen, weil Dimi und Bagesh, zwei Jungs, mit denen ich früher Pokémon gespielt habe, wer die alten, ganz, ganz, ganz alten Videos noch kennt. Und ja, den fehlt Ergodaktyl noch als einziges Pokémon für den Gen 1 Pokédex. Da könnt ihr gleich mal unten in die Kommentare schreiben, welches Pokémon euch noch fehlt für Gen 1, falls überhaupt noch welche fehlen. Wenn nicht, dann schreibt unten rein, was euer letztes Pokémon war, um den Gen 1 Pokédex voll zu machen. Bei mir war es Glurak slash Galaxo, also Galaxo das letzte, das ich fangen musste, und Glurak das letzte, was ich entwickeln musste, aber hätte ich ja gehen können, die Kilometer. Was ich dann eigentlich auch gemacht habe. Echt traurig, vor allem weil danach das saftige Glumanda-Nest in der Glyptothek Königsplatz gekommen ist. Ja, auf jeden Fall, das heutige Thema des Videos. Ich mache meinen Gen 2 Pokédex voll. Beim Pokédex, mir fehlen noch genau 5 Pokémon. Und ich habe letztens dank Fabi, dem Kumpel aus dem heutigen Video, Scanner-Tour, Corazon gesehen. Was für mich auch dazu zählt, um den Pokédex voll zu machen. Also blende ich hier nebenbei nochmal ein. Er war in Thailand und dann hat er Corazon in der Arena gestellt. Dann haben wir den angeschaut. Wie gesagt, das gehört für mich auch dazu, dass man alle sieht, die man nicht fangen kann. Dann ist er echt komplett für mich, bis man die halt fangen kann. Lustige Geschichte. Gen 1 hatte mir Pogenta Enzlang gefehlt. Ich konnte ihn nicht sehen. Ich habe ihn ganz am Anfang mal gesehen, aber die haben dieses Sehensystem erst später eingeführt und da habe ich ihn dann nicht mehr gesehen. Da habe ich eine Weile einfach irgendwelche Asiaten auf der Straße angequatscht und gefragt, ob die Pokémon Go spielen und ob die Pokenta haben. Und irgendwann hat es sogar geklappt. Einer hat ihn eingestellt für mich. Dann konnte ich Pokenta sehen und dadurch mein Gen 1 Pokédex voll machen. Und fehlen tut mir noch nicht mehr Despotar, den habe ich ja wild gefangen. Auch wenn ich noch keinen entwickelt habe. Aber fehlen tut mir Granbull. Da fehlt mir noch die Starter Weiterentwicklung von Kanimani. Und von Feugelge, von, wie heißt der, Endivia habe ich alle gefangen, aber auch noch keins entwickelt, also da sieht man, wie häufig die sind. Ja, yeah, und die habe ich noch nicht entwickelt, weil ich von den drei Pokémon nur 100% habe. Und als Sammler will ich die natürlich so original lassen wie möglich, so wie eine Actionfigur. Nicht auspacken und so, dann verlieren die ein bisschen an Wert. In dem Fall halt, falls die schlechte Attacken bekommen. Fangen wir mal an mit Snubbull. Den muss ich hier eigentlich noch wegschicken. Ich habe mir fast überlegt, einfach einen schlechten zu entwickeln für den Eintrag, aber. Und einen werde ich jetzt dafür entwickeln, für den Pokédex-Eintrag und für das Video. Keine Ahnung, was gute Attacken sind. Lass mich überraschen. Ich schmeiß kein Glücksei, nur für einen neuen Dex-Eintrag. So wie manche andere. So, neuer Eintrag. Puh. Zwar wenigstens zwei von derselben Attacke, also vom selben Typen. Snarl Crunch. Immer noch 100%, aber alles klar. So, kommen wir zu den Startern. Fangen wir mal an mit dem unwichtigsten. Endivia. IV ist nicht schlecht, aber nicht 100%. So. Gasierblatt, Pebble Blizzard, zwei Pflanzenattacken, ist in Ordnung, 1265, ist okay, zum Arena pushen, dann kann ich den hier eigentlich wegschmeißen, 765, pretty decent und tschüss, und 100% IV Check, so, beste HP, Attack, Defense, 15, und los geht's. Also auch bei ihm weiß ich gerade nicht die besten Attacken. Ich hoffe mal natürlich auf zwei Feuer, aber schreibt noch in die Kommentare,
was die zwei besten Attacken sind für ihn. Ihr wisst da sicher besser Bescheid. Neuer Dex-Eintrag. Und Amber Flamethrower. Das ist egal, weil einmal muss man ihn noch entwickeln. Boah, Tornupto. Und wieder Dex-Eintrag. Und Amber Fireblast. Sieht solide aus, denke ich mal. 1,458, eigentlich auch perfekt zum Prestigen. Kann sich sehen lassen. Und jetzt Kanimani. Der ist super saftig. 100%. 809. Level 28 oder 29 oder so, glaube ich. Vielleicht sogar 30, aber ich bin mir nicht sicher. IV-Check. Beste HP, Attack, Defense 15. Los geht's. Der Schatten von Tyrocrog sieht ein bisschen aus wie Lavita, der Schatten. Puh, sogar die Kugel. So neu war der. Aqua Knuckle Crunch. Zum Glück kann das nicht unser Impagator. Mystic 7, der regt sich immer auf, dass er Crunch bekommt. So, das ist der letzte von Gen 2. Den man, also außer den regionalen natürlich. Und Aqua Knuckle Hydro-Pumpe, glaube ich, ist das Beste. Neuer Dex-Eintrag. Und. Aqua Knuckle Eisstrahl. Also, wie gesagt, das war's. Gen 2 Pokédex voll, Gen 1 Pokédex auch voll. Schreibt unten in die Kommentare, was für euch das letzte Gen 1 Pokémon war. Beziehungsweise, was es euch noch fehlt, falls ihr es noch nicht habt. Dasselbe für Gen 2. Ich hab's jetzt voll. Schauen wir mal, was jetzt abgeht. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.